Nazis wollen in Berlin für ein nationales Jugendzentrum marschieren, wie jedes Jahr. Um diesem irrsinnigen Spuk ein Ende zu setzen, haben mehrere antifaschistische Gruppen Proteste angekündigt. Ziel ist es, durch Blockaden auf der Straße die Demonstration der Faschisten zu verhindern. Schon zu früher Stunde sind die ersten Materialien auf der Straße platziert. Die Polizei verkündet schon im Vorfeld, dass alle angekündigten und angemeldeten Kundgebungen verboten oder zeitlich verschoben werden. Legaler Protest wird somit schon von Beginn an kriminalisiert. Schon während der Auftaktkundgebung der Nazis werden die anwesenden Gegendemonstranten mit Platzverweisen unsichtbar gemacht. Auch die erste Blockade in der Seebahnstraße wird von den Polizeibeamten relativ behutsam und dennoch konsequent geräumt. Laut Polizeiangaben sind rund 1600 Beamte im Einsatz. Dennoch kann durch die erste Blockade in der Seebahnstraße der Ablauf der Nazi-Demo um etwa eine halbe Stunde verzögert werden. Unweit der Blockade finden sich einige Gegendemonstranten ein, um die herannahenden Nazis lautstark zu begrüßen. Dass die Faschisten in derartiger Weise ihre Meinung auf der Straße propagieren können, stößt auf Unverständnis. Ich finde es für mich sehr bedauerlich, dass man wirklich den Eindruck bekommt, dass mehr der Protest der Rechten geschützt wird, zulasten der Gegendemonstranten, dass vor allem auch die Gegendemo, die offizielle, so verschoben wurde oder verboten wurde, wie man es nimmt. Ich möchte mir einmal die Rechten angucken, wenn ich schon hier stehe. Weil ich also finde, dass das einfach unmöglich ist. Das schade um das ganze Geld, das könnte man für Kinder und Jugendliche, dass die von der Straße kommen und sowas alles machen. Ich verstehe das alles nicht. Unter lautstarkem Protest werden die Nazis am Tierpark Ecke Seebahnstraße begrüßt. Neugierig werden die antifaschistischen Gegendemonstranten beäugt und fotografiert. Die Zwischenkundgebung der Nazis wird nun vorverlegt. Aus den Lautsprechern tönt das immer gleiche Faschogelaber, nicht ohne Reaktion. Dank der Proteste der Antifaschisten müssen die Nazis sich noch eine Weile die Beine in den Bauch stehen. Grund dafür ist die Blockade, die sich knappe 100 Meter entfernt in der Seebahnstraße befindet. Nur sehr mühsam können die Einsatzhundertschaften die Straße für die Nazis freimachen. Die Geduld der Polizeibeamten lässt nun spürbar nach. Trotz der zahlreichen Gegenaktivitäten kann die Nazi-Demo schließlich in die Seebahnstraße einbiegen. Dort kommt es zur ersten Konfrontation zwischen Gegendemonstranten und Nazis. Die Polizei reagiert schnell. Mit grober Gewalt werden die Gegendemonstranten weggetrieben. Hier kommt es zu brutalen Übergriffen der Polizei. Menschen, die im Weg sind, werden umgerempelt oder zu Boden gestoßen. Einigen Gegendemonstranten gelingt es trotzdem, den Nazis ihre Meinung aus unmittelbarer Nähe kundzutun. Die Aktivitäten der Gegendemonstranten werden jetzt verlagert. Immer wieder versuchen sie, die Polizeiketten zu umlaufen, um sich erneut auf die Straße zu setzen. An der Ecke Seebahnstraße-Volkradstraße ist es schließlich gelungen. Mehrere hundert Menschen setzen sich dort auf die Straße und versperren der Nazi-Demo somit den Weg. Eine bunte Mischung aus Alt und Jung kommt zusammen. Jeder hat einen guten Grund, dort zu sein. Die Polizei lässt die Blockade erst einmal in Ruhe und begibt sich in Verhandlungsgespräche mit der anwesenden Bezirksbürgermeisterin von Lichtenberg, Frau Emmerich. Was ich jetzt sagen will, ist so ganz einfach nicht. Ich sag's trotzdem. Mein Name ist Christina Emmerich, bin die Lichtenberger Bürgermeisterin. Ich habe eine große Bitte an die Sitzblockade. Versetzt euch bitte unmittelbar hinter die Kreuzung. Bitte. Bitte, genau hinter die Kreuzung. Das Angebot stößt auf Unverständnis. Würde es doch bedeuten, dass die Nazi-Demo weiterlaufen könnte,
wenn auch nicht durch den Waidling-Kiez, der seit den 90er Jahren bekannt ist für rechtsextreme Gewalttaten. Für die Menschen in der Sitzblockade ist klar, ein derartiger Kompromiss wäre unbefriedigend. Die Stimmung bessert sich. Es scheint möglich, die Nazi-Demo durch die starke Blockade wirklich aufhalten zu können. Doch entgegen allen Hoffnungen lässt die Polizei schließlich rollen. Ob jung oder alt, alle, die sich in der friedlichen Blockade eingefunden hatten, werden nun unsanft entfernt. Die Berliner Polizei zeigt, wie immer, keine großen Bemühungen, dabei im Sinne der Verhältnismäßigkeit vorzugehen. Mit sogenannten Schmerzgriffen werden die eingehakten Sitzblockierer gezielt verletzt. Die körperliche Unversehrtheit der Blockierer wird durch das harte Durchgreifen der Polizei zweifellos missachtet. Was bei den einzelnen Polizeibeamten im Kopf vorgehen mag, bleibt als einzige Frage übrig. Willst du die umbringen oder was? Die Situation eskaliert. Völlig grundlos stürmen sogenannte Festnahmeeinheiten von der Seite in die Menge. Unterlassen Sie es, mit Steinen und Flaschen auf Einsatzkräfte zu werfen. Sonst zwingen Sie uns, dass wir den Wasserwerfer gezielt gegen Sie einsetzen. Mit den immer gleichen Begründungen wird polizeiliche Gewalt legitimiert und die Situation nicht beruhigt oder ein allmählicher Rückzug der Blockade auf die erlaubte Position ermöglicht. Im Gegenteil. Die testosterondurchfluteten männlichen Polizeibeamten erleben hier ihren Kick in völlig sinnlosen Einzelaktionen. Die Reaktion ist dementsprechend wütend. Einzelne versuchen durch Blockaden den Vorstoß der Polizei zu erschweren. Hier spricht die Polizei! Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Wasserwerfer kommen zum Einsatz. Ohne den üblichen Begleitschutz schießt er wahllos auf alles, was sich vor ihm bewegt. Die Anzahl der Blockadeteilnehmer war weit höher als die Anzahl der Faschisten, die auf der Straße marschierten. Warum die Polizei sich trotzdem gezwungen sah, die Blockierer an der Ecke Seewarnstraße-Volkradstraße gewaltsam zu entfernen, bleibt ein Rätsel. Ganz sachlich bin ich der Meinung, dass es eine Schweinerei ist und zum Himmel stinkt, dass eine Nazi-Demo geschützt wird und Nazi-Gegner weggetragen werden, brutal, wie man das eben da gesehen hat. Also Hilflosigkeit dann auch an der Stelle und man fragt sich, wo ist man hier hingeraten? Und ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man sieht, wie viele Leute da gehen sind.